Hallo meine Freunde, mein Name ist Yoshimitsu und ihr seht mich jetzt auf DevShop TV bei 20 Fragen, 20 Antworten und ich hoffe, ich kann alle 20 beantworten. Das ist schon mal eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, früher war es Mario Kart, dann als Tekken gekommen ist natürlich Tekken und mittlerweile ist es wieder Mario Kart. Irgendwie habe ich mehr Spaß beim Rennen fahren als wie beim Kämpfen. Gibt es auch eine lustige Anekdote und zwar, als ich ich glaube, ich war mit Sadie Gent auf Tour und der hatte irgendwie so einen N64 wie heißt das? Emulgator ist Emul, warte. Emulator oder? Egal. Er hatte halt irgendwas für seinem MacBook, wo er so Super Nintendo Spiele spielen konnte und hatte auch die Super Nintendo Controller, hatte irgendwie so Adapter. Und da haben wir den ganzen, jeden Tag haben wir uns das Mario Kart Battle gegeben. So wirklich. Ich habe immer gewonnen übrigens. Sadi, Revanche kriegst du. Die Frauen. Sorry. Beides am besten. Weed nach MDMA. Boah, ey, das ist so, keine Ahnung, Schokolade oder Gummibären? Oder Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel auf jeden Fall. Mein bester Kumpel Raff. Auf jeden Fall Raff. Aber ich habe sehr viele, also mein ganzer Freundeskreis ist ziemlich, also ziemlich, mein ganzer Freundeskreis ist sehr familiär. Und ich kann da nicht einen höher stellen als den anderen, aber Raff auf jeden Fall, weil ich mit Raff aufgewachsen bin und ihn jetzt mittlerweile, wir haben heute noch drüber geredet. Wir sagen schon seit 3 Jahren, wir kennen uns 15 Jahre, aber es sind schon mehr. Es sind sicher schon 18 Jahre oder 17, 18 Jahre. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, Tokio hat einfach nochmal einen ganz eigenen Vibe. So Vegas, klar, cool, verrückte Stadt und so. Aber wenn ich jetzt sagen wir, wenn ich mir aussuchen könnte, einen Monat in Tokio zu sein oder einen Monat in Vegas, dann würde ich auf jeden Fall einen Monat Tokio wählen. Wenn es so für eine Woche ist, so, dann würde ich, glaube ich, eher vielleicht Vegas nehmen. Vegas war unfassbar, aber ja, Vegas ist halt Vegas. Im Studio zurzeit, weil es ist sehr heiß gerade draußen. Wir haben jetzt gerade, ihr wisst selber, wir haben gerade eine krasse Hitzewelle und im Studio ist es unfassbar kühl. Es ist super einfach. Aber am wohlsten fühle ich mich natürlich am Strand, am Meer. Dr. Dre, der kommt jetzt übrigens nach Berlin mit Ice Cube. Ich bin großer West Coast Fan. Und, tot oder lebendig, würde ich vielleicht sogar Tupac nehmen, weil ich einfach mit Tupac groß geworden bin. Also, sind drei Features: entweder Dr. Dre, Tupac oder Snoop. Oder Nate Dogg. Nate Dogg, eine Hook. Wow. Wäre super, ja, das wären meine Traumfeatures. Der größte Fehler war vielleicht, dass ich aufgehört habe, Fußball zu spielen, weil ich sehr talentiert war und vielleicht wäre ich jetzt schon Millionär. Aber es geht ja natürlich nicht immer ums Geld. Geld macht nicht immer glücklich. Es macht schon sehr viel glücklich und aber nicht immer. Also ich habe zurzeit kein Haustier. Einfach aus dem Grund, weil ich keine Zeit hätte für ein Haustier. Aber ich hätte sehr gerne ein Haustier. Und zwar hätte ich gerne eine englische Bulldogge. Zwar eine richtig hässliche, die schnarcht, wenn sie schläft und die grunzt, wenn sie viel gehen muss. So. Und die faul ist, um rauszugehen, so Gassi zu gehen. So eine richtige englische Bulldogge. Aber ich würde sie nicht Spike nennen. Was war früher besser? Das Weed. Das Weed war damals besser irgendwie. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass das Weed früher besser war. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch mittlerweile, habe ich schon so viel geraucht, dass es immer schlechter wird, weil die Wirkung nicht mehr so. Aber ich habe im Kopf, dass das Weed einfach viel frischer war und
viel mehr geduftet hat. Die Drogen generell. Rapper als Die Drogen. Drogen und die Frauen. Der Held meiner Kindheit ist auf jeden Fall. Ich habe mehrere Helden meiner Kindheit. Darf ich mehrere aufzählen? Das ist Michael Knight. Die Transformers. Son Goku natürlich. Astro Boy bin ich großer Fan, aber ich weiß nicht, wie lange gibt es Astro Boy? Okay. Die Kickers. Ganz klar die Kickers. Und He-Man. Nach Hause. Nach Hause, aber ich bin sehr selten alleine, um ehrlich zu sein. Ich meine, jetzt mittlerweile seit 4 oder 5 Monaten wohne ich in Berlin. Also ganz in Berlin, davor bin ich immer gependelt. Und da bin ich nie alleine, weil es kommen immer so alle Rap-Kollegen und alle möglichen Leute. Roos gerade zur Zeit ist immer gerade bei mir zu Hause, aber es ist immer sehr witzig mit dem. Aber, oh sorry, es tut mir leid. Könnt ihr auch drin lassen. ja, sonst zu Hause und am liebsten, was ich, es klingt vielleicht ein bisschen arm, aber ich gehe sehr gerne alleine ins Kino. Ja, Puff ein und dann ein paar Nachos und so und schön. Ich bin ein großer Filmfan. Ein typisches Lebensziel. Ich will einfach mit meiner Musik so weit kommen, dass es mir gut geht, dass ich davon leben kann. Mittlerweile geht's, aber ist noch so ein bisschen, noch ein bisschen an der Grenze, weil das, was ich haben will, ich will ein bisschen mehr natürlich, aber ich will ganz normal so Frau kennenlernen, Kinder bekommen, englische Bulldogge, die schnarcht und grunzt, Haus. Dusche. Ich hab immer in einer Wohnung gewohnt, wo es eine Badewanne gab, aber das letzte Mal habe ich, glaube ich, mit 14 gebadet oder so. Ja, habe ich wirklich. Und zwar Feuerkäfer, sagt man in Deutschland, Feuerkäfer. Feuerkäfer habe ich immer angezündet. Die sind immer so geplatzt. Aber ich habe Insekten, mehr Insekten gequält. So. Mittlerweile liebe ich Tiere, ja. Greenpeace, bitte nicht haten. Aber ja, ich habe sehr viele Tiere gequält. Ich war generell, früher als Kind, habe ich sehr viele Sachen gerne angezündet. Also der beste Anmachspruch auf Österreichisch ist so ein richtiger Prollspruch und heißt, außer mit dem Töpf, heute gibt's Nudeln. Ihr könnt gerne selber herausfinden, was es bedeutet. Ich kaufe am liebsten bei DevShop natürlich ein. Wo sonst? Es gibt nirgends, es gibt kein Geschäft, die mehr Galaxy-Sachen haben als DevShop. Deswegen DevShop. So, meine Freunde, hier war wieder Yoshimitsu, euer bester Freund. Bei 20 Fragen und 20 Antworten und ich hoffe, ihr konntet sehr viel lernen und ich konnte euren Geist erweitern durch diese 20 Fragen. Ich hoffe, ihr seid ein Stück intelligenter geworden dadurch. Tschüss. DevShop.com. Definitely you.